Ja, hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial Digitale Schultasche. Heute fügen wir ein weiteres Programm in diesem USB-Stick hinzu. Ja, ich möchte die Digitale Schultasche um ein Programm erweitern. Ich war jetzt auf der Chip-Homepage, habe mir GIMP Portable heruntergeladen. GIMP Portable ist eine Sonderversion von GIMP. Dieses Programm läuft von USB-Sticks. Hier ist die Exe-Datei, ausführen auf Deutsch, und hier geht man durch den Installationsassistent. Wichtig ist, dass man jetzt hier nicht auf C installiert, sondern jetzt suchen wir unseren USB-Stick unter Programme und machen hier einen neuen Ordner. Und sagen dann installieren. Ja, die Installation hat jetzt etwas gedauert, die ist durchgelaufen. Ich kann jetzt hier schon auf Ausführen klicken, fertigstellen, muss ich aber nicht. Ich möchte nur kurz das Programm zeigen, sofern es denn startet. Oder muss der Virenscanner die erstmal scannen? Ne, das braucht man nicht. Okay, so, ich habe jetzt hier mein Start-Icon von der digitalen Schultasche. Wenn ich hier drauf gehe, habe ich dieses Programm hier unter Bildbearbeitung natürlich noch nicht drin. Da muss ich hier auf Fenster zeigen gehen und dann unter Datei nach ausführbare Dateien scannen. Das wäre der eine Weg. Oder ich sage schon, ich möchte hier in der Kategorie Bildbearbeitung eine Datei hinzufügen. Hier sage ich Programme und hier unten ist irgendwo GIMP, GIMP Portable. Und hier habe ich die Exe-Datei, die wähle ich aus und sage öffnen. So, jetzt habe ich hier den Namen schon mal, den Pfad, und ich könnte jetzt noch ein Icon setzen. Mal schauen, ob ich das hier finde. Schauen wir mal, ob es das genommen hat. Genau. Hier ist jetzt dieses GIMP Portable in diesem Fenster und hier unten habe ich dann im Bereich Bildbearbeitung hier GIMP ebenfalls drin. Gut, und das Programm startet auch.